herzlich willkommen. Wir starten eine neue Runde heute wieder mit unserem Magier-Deck. Es läuft die Tat ganz gut. Ich möchte mal schauen, ob wir noch einen Rang aussteigen können. Sollte eigentlich mit dem Deck, also das Deck sollte in der aktuellen Variante eigentlich schon hergeben. Aber schauen mal, wer uns sich jetzt entgegenstellt und wir bekommen einen Jaina gegen Jäger. Drexa. Das Bohemio. Beginnen. Ihr habt es so gewollt. Unsere Starthand, ja, sieht nicht ganz so prickelnd aus. Ein Schaf 1, ja, 2 sind blöd. Die werden eh nochmal kommen. Ja, das sieht gut aus. Wenn er eine Waffe entdeckt haben, sind wir schon mal gut. Und er hier das Licht beschützt mich. Das war's. Das sollte eigentlich von Anfang jetzt auch ein schöner Start sein. Weil, was soll ein Jäger großartig machen? Der hat seine Tierchen. Und mehr hat er ja eigentlich nicht. Mana-Wurm. Und bekommen somit schöne 2 Schaden. Wir werden eh nicht ganz so viele Tierchen hier ausspielen. Okay, er kommt. Und spielt einen Spot ab. Gut. Darf er gerne machen. Der hat 4 Schaden. Wir haben genügend hier liegen. Deswegen schauen wir einfach mal, dass lass die Schmerzen sprechen! Die ersten 2 hier drauf. Das war's! Und dann schauen wir mit der nächsten Runde, was er entsprechend liegt. Ich wäre eigentlich eh dankbar, wenn er eine von unseren wegnimmt, dass wir noch eine weitere Karte ausspielen können. Weil die sind alle sehr. Okay. Ich sollte ihn eigentlich rausnehmen. Weil ansonsten macht er mir in der nächsten Runde das Leben ein bisschen ekliger. Ich glaube, das wird ich auch machen. Ich kann dadurch ihn schön auf den Feuerschaden hoch ihn raus. Und das war's. Den Rest ins Gesicht. So, Runde 4. Noch 2 Runden für einen guten Angriff mit Lass die Hunde los. Den er auch. Legt euch nicht mit Zahn. Nein, er spielt die gute Sache. Okay, Schaf wollen wir behalten. Wir haben allerdings hier noch schöne 3 Schaden drin. Dann holen wir uns erstmal eine Karte. Ist ja mal ganz praktisch, wenn es hier so einmal. Er macht ihm Angst. Denke ich. Noch ein extra 4er spielen. Was soll ich nur tun? Ich würde eigentlich gerne ein Yeti spielen, allerdings sind die beiden dann doch hier. Ihn raus plus Fähigkeit, dann habe ich noch 3 übrig, ist blöd. Beide opfern. Wir opfern beide. So. Die müssen hier ein bisschen höher. Er kann auch noch Fallen drin haben. Man weiß es nie, was genau kommt. Bei einem Jäger. Er hat jetzt wahrscheinlich hier den Zweierschuss, den Arkanschuss. Den könnte er jetzt auf unserem Kartenzieher. Er macht die 3. Und jetzt noch den Arkanschuss. Ja. Nein, hat nicht. Macht nichts. Er ist immer noch stark genug. Und er gibt uns damit jetzt natürlich auch die schöne Möglichkeit hier noch unser Wasserelementar entsprechend zu spielen.
und für beide ein Schilde hoch. Das war's. So. Das sollte eigentlich ein guter Lass die Hunde los Schutz sein. Ja, er spielt die Lass die Hunde los Combo. Nein, er spielt die Tierbegleitung. Okay. Ich hätte jetzt damit gerechnet, aber man kann sich natürlich auch irren. Deswegen nehmen wir ihm das Ganze hier einfach mal schön auseinander. Wir spielen meine Feuerball zum Wegzunehmen. Dann den Vierer würde ich den. Ja, den brauchen wir zum Finishen. Es ist ein nicht schlechter Tank, muss ich zugeben. Was soll aber ich er nicht ist um ein kleines Fünkchen besser. Deswegen nehmen wir ihn raus. Ich kümmere mich. So. Ja. Es war die sinnvollere Entscheidung von dem. Jetzt haben wir nämlich, wir sind in Runde 7, das heißt, wenn er jetzt kein spielt, den wir haben wollen. Nein, er spielt nochmal einen Kampfroboter. Er spielt ein Wildtier. Und lässt unseren Jedi wegnehmen. Gut, kann man machen, muss man nicht. Aber darf er machen. Gut, ist eine schöne Combo. Bitte gib ab. Nichts machen. Sehr schön. Also, zuerst mal wieder unser übliches Prozedere. Den hier haben. Deswegen kommt er weg. Ich kümmere mich drum. Sein Nashorn wollen wir auch nicht hier haben. Macht eh nur Ärger. Dann spielen wir. Sollen wir ihn kopieren? Nein, den Kopierer brauchen wir noch, falls er irgendwas Ekliges spielt. Ich frage mich, ob... Deswegen spielen wir ein Wasser. Und hier unseren zweiten. So. Wir haben 10 Schaden, 11 Schaden, das heißt Matchball, wenn er jetzt uns nicht entkommt. Und es sieht gut aus für uns. Kriegt er was raus? Er spielt einen Waldwolf. Und er spielt Lass die Hunde los. Okay. Damit mussten wir jetzt rechnen. Er muss hier ein bisschen abräumen. Das reicht ihm natürlich jetzt für diese kurze Runde. Aber er kommt an unseren Tanks nicht vorbei. Ja, dagegen gibt's nichts. Er muss sie richtig opfern hier. Und das tut jetzt natürlich richtig weh ihm. Er überlegt auch schon, soll er den Hund jetzt noch spielen? Ah, oder soll er es nicht spielen? Kann er es noch irgendwas buffen? Bringt mir Stahl! Okay. Okay, der hier ist jetzt natürlich Pflicht für uns. Den können wir jetzt mit unserem Schuss wegnehmen. Das heißt, es war echt eine verschwendete Karte, die er uns da jetzt gespielt hat. Aber für uns ist es natürlich eine wunderschöne. Deswegen lehnen wir uns die auch aus. Spielen ihm eine weg. Spielen einen Schaden noch entsprechend drauf. Und spielen noch unsere. Das Licht beschützt. Ich kümmere mich drum. So. Das war's. Schauen wir an. Wer kriegt's? Ah, unser Tank kriegt's. Wir haben 6, 7, 8 und die 9. Das heißt, nächster Matchball steht 27 zu 9. Okay. Angstlöwe.
wird er wahrscheinlich nicht zum Tank machen können. Bringt ihm auch nichts, er kann nichts ausspielen. Gut gekämpft. Er gibt mich. Also ihr seht, es ist eine schöne Möglichkeit. Das Deck hat immer noch genügend Potenzial drin, um halt eben aufzusteigen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Deck ein bisschen was anfangen. Die Liste dazu seht ihr ja hier noch an der Seite. Gebt aber auch in die Kommentare ab, wie es bei euch lief, beziehungsweise ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Und wenn es euch was gebracht habt, gebt gerne ein Like oder ähnliches ab. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.